letzte Map, der EPS, rechts oben. Könnt ihr nochmal bitte ganz schön viel Gas hier geben, auch wenn ihr hier nicht mehr so zahlreich seid. Bitte großen Applaus für beide Spieler hier. Hanfi wie auch Hasuops. Die beiden Jungs stehen hier in einem 2-2-Finale gegeneinander. Das ist echt das, was wir uns vorgestellt haben oder was wir uns gewünscht haben. So, jetzt darfst du. Genau, ja. Hasuops, rechter, roter Protoss rechts oben auf Antigua Shipyard. Natürlich Cross-Only, daher Hanfi, blauer Zerg, links unten als Zerg. Ja, macht Sinn. Blauer Zerg, links unten als Zerg. Ich brauche übrigens noch mehr Red Bull. Genau, was ich angesprochen hatte, nach der Natural, oft typisch für die koreanischen Protoss, hier den dritten Nexus halt schnell zu nehmen. Allerdings ist das problematisch, da hier die Rocks sind. Die können natürlich vom Zerg zerstört werden. Und dann kann man hier die dritte pressuren. Hier hat man den Weg zur Natural. Und man könnte natürlich durch den Dropplay die Main halt raiden. Und der Dennis ist total überfordert mit dem Energy Drink und den ganzen Impressionen der EPS. Ja. Ist aber auch ein gutes Finale. 2-2, mehr kann man sich nicht wünschen. Schön die fünfte Map. Ich guck gerade, ob ich irgendjemanden finde, der mir noch eins holt. Du findest keinen mehr, der dir was holt. Und wir sehen wieder Pool First, also... Ich denke, Hanfi wird hier keine verrückten Ideen auspacken auf der fünften Map. Nö, der wird solide spielen. Ich habe mich auf der Toilette mich mit ihm kurz unterhalten. Und was sagt er? Er meinte, ja, das mit dem Warp Prism war schon ziemlich krass. Ich war zwar gegen Carrier vorbereitet, aber ja, davor halt irgendwie ein bisschen überrascht, so ungefähr. Ja, er hatte halt einfach nicht die Bank, sag ich mal, die Hasuops hatte. Wobei man sagen, Hasuops hat ja nicht weiter expandiert. Also wenn da irgendwie der große Fight wirklich schief gegangen wäre, auch mit einer Bank, dann remaxt er halt einmal wirklich eine teure 200er Armee. Und macht das halt einmal und dann nicht mehr. Aber krass muss ich trotzdem sagen, wie viel Army-Value die Armee von Hanfi hatte und trotzdem richtig, richtig bam in the face bekommen hat. Na, ich sag mal, der halbe Army-Value war ja natürlich hinüber. Warte, ganz kurz. Der halbe Army-Value war halt durch den Vortex hinüber. Und ich danke dir vielmals. Der Chris, der mir gerade schon welche geholt hat, ihr kennt ihn mittlerweile, Chris Hesse von XMG. Hasuops hier. Und mir nochmal Red Bulls, damit bin ich gesichert. Mann, du bist total süchtig schon. Was? Ich bin nicht süchtig. Was ist mit dir los? Hast du nicht mal alle oder was ist los mit dir? Bleib mal ganz locker jetzt hier. Ja, Nexus im Bau für Hasuops hier. Piling gefällt mir ganz gut gegen Lingron Bice oder Roaches können sich da, glaube ich, auch durchdrücken. Und ja, Forge, Gateway und Cannon. Also wir sehen nichts Überraschendes. Weder bei Hasuops noch bei Hanfi. Jo. Aber wenn die Partie so wird wie eben, dann brauche ich auch nichts unbedingt, nichts Überraschendes. Obwohl das Stargate halt, das war erfrischend, sage ich mal. Mhm. Was anderes als Stargate. Was anderes als Stargate. Oder Roboplay, denke ich nicht, dass wir da was anderes sehen. Also, ich würde mich freuen, aber man könnte Blinkstalker Pressure spielen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das hier überhaupt entwickelt, weil normalerweise, wenn man halt ein Timing macht gegen die Broodlords... Es stellt mir eine leere Dose hin. Die vierte Base von Zerg muss halt in der Mitte genommen werden. Dafür muss man allerdings auch die Mitte haben. Ja. Genauso natürlich wie bei Protoss. Sonst muss der Zerg halt ausweichen auf vier Base, die weiter weg sind. Und das möchte man mit einer immobilen, langsamen Broodlord-Armee natürlich vermeiden. Ach, da kommt die süße Frau wieder. Ich habe ihre Nummer immer noch nicht. So, Cybercore wird gebaut. Darf ich dich nach der Nummer fragen? Sie grinst nur. Aber soll ich dir was sagen? Nee. Ich muss mich ja kurz beschweren. Ah, so, guck mal, jetzt habe ich sogar noch... Ja. Der bringt immer die Kalten mit. Du bist ja richtig drauf. Ja, guck mal, fühl mal hier. Ja, ich erzittere vor Kälte. Ich danke Ihnen vielmals, Chris Hesse. Oh, und eine schöne ETF. Heimfahrt. Lol, die Zweilinge. Der Zealot einfach vorbeigelaufen und die Zweilinge haben den Zealot natürlich nicht gesehen. Die hatten den Watchtower nämlich nicht. Also vielleicht haben sie ihn hier mal kurz gesehen, aber haben den Watchtower nicht. Ja, dritte Base von Hanfi wurde genommen. Der Zealot ist dahin unterwegs. Wird ja auch ein bisschen harassen. Da kommt der Drohnenslide, aber die Queen ist schon auf dem Weg. Und was kann er hier mitnehmen? Ja, vielleicht kann er ein, zwei Drohnen mitnehmen. Ah, eine. Ja, zweite. Da hat er ein bisschen zu spät weggezogen. Ja, die hat er richtig weggezogen. Aber vielleicht kann er sogar eine dritte Drohne mitnehmen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ein Zealot gegen drei Drohnen. Ah, zwei Drohnen. Und der Zealot fällt. Und was kommt bei Hasuops? Ja, plus eins kommt. Also wir könnten wieder ein bisschen aggressiveres Opening von Hasuops sehen. Wir werden ein bisschen aggressiveres Opening von Hasuops sehen. Zwei Gas am Start. Bei der Natural noch kein Gas genommen. Daher auch gleich die weiteren Gateways. Wahrscheinlich 2, 3 und Nummer 4. Und was macht der Stalker? Ja, der Stalker ist auf dem Weg. Und wie man sieht, ja, die Länge sehen ihn. Haben allerdings den Watchtower nicht, was im Prinzip recht wichtig ist gegen Protoss, weil man halt sehen möchte, ob eine Probe sich über die Map bewegt. Ansonsten Vision-mäßig Hanfi gut mit seinen Overlords hier verteilt. Könnte also die Pylons, die typischen Pylons, recht gut spotten. Hat hier einen Overlord, der in die Main fliegen könnte. Und was macht Hasuops? Das ist die Frage. Twilight Council. Plus, sag mal. Plus zwei. Plus zwei Blinkstalker. Genau, mit War Prisma. Habe ich gerade noch drüber gesprochen, dass du das eventuell jetzt. Ich war eigentlich nur ein Scherz. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das nicht kommt, aber. Jetzt muss man sehen, ob das halt mit Robo kommt. Weil er kann halt von hier Druck machen mit den Blinkstalkern. Und das ist halt auch das
genau das, was ich sagte, was Zerg machen kann gegen einen Fast Nexus von Protoss, kann Protoss halt machen mit hier dem Blink, hier hochspringen, ein Force Field setzen und er kann halt auch wieder runterspringen und dann zur dritten wieder laufen. Definitiv. Das kann er halt prinzipiell immer machen. Also so Maps, ja. Hier kommen weitere Gateways, 3 Stück an der Zahl. Und werden wir die Robo sehen? Das ist halt die große Frage. Da kommt die Robo. Wird also genau das, was es gegen Dark Horse auch geworden ist. Und vom Timing her, ja, Roach Warren steht schon, plus 1 Roaches kommen auch. Ich weiß nicht, wie sehr das klappt, weil Hanfi immer recht solide Einheiten und auch, ja, solide Einheiten baut. Ein paar Roaches immer. Und er hat vor allem eine Makro-Hatchery in der Main. Das ist halt ein Riesenunterschied. Dark Force hatte, glaube ich, gestern auf Metropolis keine Makro-Hatchery in der Main. Und dann kommen natürlich auch viel, viel weniger Units. Also wenn hier, sage ich mal, 8 Larven, 10 Larven verfügbar sind und er baut nochmal 10 Roaches in der Main nach, zieht dazu die Eco, dann kann man das unter Umständen sogar verteidigen. Ja. Aber ein guter Zerg hat halt vorher gescoutet und zieht halt Units schon vorher hoch, damit es gar nicht zu dieser Problematik kommt. Er hat 4 Gate gesehen und er hat die Robo in Bau gesehen. Also so weit, so gut. Also die Information, dass da eine Twilight Council mit Blink kommt, hat er noch nicht. Allerdings, wenn er hier irgendwie vorne mal poken würde, er hat ja gesehen, die Einheiten haben plus 1 Attack und die Forge läuft. Und es ist halt sehr, sehr typisch für Protoss, dass sie halt erstmal plus 1, plus 2 und plus 3 Attack machen und dann die anderen Upgrades nachziehen. Kann sich also vielleicht ein bisschen denken. Aber er will selber aggressiv werden. Boah, er drückt ordentlich Units. 18 Linge in Bau, 10 Roaches. Und wenn er sehen wird, dass da keine dritte Base steht, dann kann er sich unter Umständen denken, ja, dann weiß er, dass da ein Two-Base-Play kommt. Ja, sieht hier plus 1 auf den... Das sind das 4 Force-Fields, die da gerade sitzt. Was hat der Linge gesehen? Nichts. Keine Twilight Council. Allerdings hat er gesehen, dass hier 4 Sentries am Start sind. Wenn er das War Prisma auch gesehen hätte, wäre das ein riesen Giveaway gewesen. Aber Hanfi steht hier gut. Er steht hier in der Mitte. Er kann hier nicht so einfach hochblinken, wenn die Roaches und die Linge dazwischen stehen. Und ich habe mit Hasuops gesprochen. Er sagte, wenn du damit keinen Schaden machst, bist du so gut wie hinüber. Ja, guck dir das mal an. Er hat 1000 Meter rein. Er muss jetzt langsam Go machen. Pass auf seine Stalker auf. Ja, und er will halt selber Pressure. Hey, was ist denn los? Hat er... Oh, was war das für ein offensiver Blink? Keine gute Idee gewesen. Nochmal kommen die Stalker teilweise weg. Ein paar gehen down. 2 Stück in diesem Fall. Was war das denn? Hat er Pylons im Bau? Drück mal den D-Button hier. Vor allem musste er jetzt Blink zeigen. Ja. Er musste Blink zeigen. Und er hat nur einen Pylon noch gebaut. Jetzt drück mal da noch einen. Wo ist das War Prisma? Hier ist das War Prisma. Ist nicht bei der Army, aber was macht Hanfi? 38 Linge. Und damit bereitet er sich gerade vor. Oh, Link und Defense Upgrade. Und, oh, die Stalker laufen den offensiv rein. Und ein Stalker instant down. 2 Stalker instant aus dem Latschen gekippt. Dritten Save, da schön mit Blink. Das War Prisma. Jetzt hat das War Prisma auch gesehen. Hanfi weiß genau, was kommt. Oh mein Gott. Wird ganz, ganz schwer für Hasu. Oh, direkt Sentry verloren. Hasu nervös, glaube ich. Ja, ich kann es mir kaum anders erklären. Da waren jetzt schon einige Micro-Bugs dabei. Das ist halt genau das, was nicht passiert hat. Oh, er schneidet den Weg ab. Er schneidet den Weg ab. Und genau das hätte Dark Horse auch machen können. Hat er aber nicht gemacht. Wollte zurückrennen. Und jetzt da in der Main sind jetzt schon Linge. Das sehe ich doch da auf der Minimap. Da rennen sie schon rum, die Verrückten. Ja. Und wenn er da kommen noch mehr Linge. Da kommen noch mehr Linge. Wo ist das Force-Field? Lädt nochmal ein, das hat nicht geklappt, damit wurde es erstmal direkt geblockt. Die Stalker wollen hier nach oben. Ja, aber da kommt nochmal ein riesen Army von unten. Und das ist 140 Supply für Anfi und nur 88 für Hasuops. 1400 Mineralien. Oh, und er verliert alle Stalker gegen die Linke. Das war's. Ich glaube, das war hier die EPS für Hasuops. Was für ein Blink das denn gerade war. Die Units sind da komplett eingesperrt. Ja. Guck mal die ganzen Stalker-Bitte mal an, die gehen dann alle verliert down. Verliert alle Stalker. Hier gleich nochmal mit den Sentries. Versucht hier die Queen wird da kriegen, aber sonst ganz bitter. Das ist da wird Hasu richtig sauer sein. Da wird Hasu richtig sauer auf sich selbst sein. 80 Supply vorne für den Zerg. Und hier gibt's keine Transition-Phase. Er kann es jetzt nochmal mit Immos versuchen. Doch, darauf ex ich den Red Bull. Aber wenn er hier nochmal zurückkommen möchte, ja, das würde ein Wunder grenzen. Also ich würde jeden Protoss der zurück. Welt... Jeden Protoss der Welt würde ich hier abschreiben. Parting sein Squirtle. Kein Protoss-Spieler der Welt holt das Game mehr. Boah, also er hat hier noch Stalker, aber wie du angesprochen hast, er hat ganz, ganz komisch hier weggeblinkt. Was hat dann alles. Also ab dem Zeitpunkt in der Mitte. Und die Armee! Oh mein Gott, fast doch. Wenn man hier einmal schön den Panorama-Mord an. Wow. Und ja. Wie ein Force Field? Und das sind die einzigen 3 Force Fields gewesen. Ist das alles, was er hat? Ist das seine ganze Armee? Das ist seine ganze Armee. Und dagegen steht das hier von Hanfi. 165 gegen 104 Supply. Die ersten Investoren kommen, weitere Linge kommen. Nochmal 4 extra Gateways von Hasuops. Und die Investoren sind hier schon am Start. Die können auch noch fangeln. Und jetzt. Force Field. Oh, die Investoren haben gar nichts das gemacht. Das war jetzt einfach richtig gut für Hasu, auch wenn er immer noch meilenweit hinten ist. Und rennt er da drauf? Drückt mal wieder die Minimap an, ich will sehen, was da so passiert. Tanzt da wieder Linge, baut der offensive Hatcheries, man weiß es nicht. Traut er sich so Späßchen im letzten Game?
162. Er setzt die vierte, alles richtig von Hanfi. Ja. Spiel das Ding runter. Oh, Doppel. Der Mann hat Eier, das ist unglaublich. Und schön zu Hasuops hin. Der weiß wahrscheinlich, dass er es gewonnen hat. 176 bleibt. Was kommt von Hasuops? Plus 3 Attack kommt hier. Weitere Immos werden gebaut. Und das sind ordentlich Gateways. Ordentlich. Wieder 12 Gateways auf 2 Base. Ja, das kann er gar nicht supporten. Nicht mal in. Also, ich meine, er baut sogar noch Immortals. Also, oh, schön, schöner Warp in hier bei der dritten Base. Ja. Und Hanfi musste mit einem zurückziehen. Aber Eco-mäßig hat er nicht viel gekillt. 65 gegen 49. Die Base wird ohne Transfuse down gehen. Ja, die Base geht down. Allerdings, vierte Base hier. Ja, noch nicht ganz ready und die fünfte auch noch nicht. Ja gut, aber die fünfte ist ja wohl eine Frechheit. Aber der Push, ich meine, was ist das? 120 Supply. Wo ist denn der Supply? Und ja, 3 Attack hat er, aber die Linge, naja, mit 1-1, die Roaches mit 1-1, massig Investoren am Start, plus 2 kommen für die Roaches, der Greater Spire kommt, 3 Hatcheries werden auf einmal gebaut, nämlich die hier und die hier. Und was hat Hasuops gesehen? Ja, Hasuops hat noch nichts von den Echsen gesehen, sieht allerdings die Army. 180 Supply gegen 126 und Hasuops braucht wirklich göttliches Micro und vor allem, glaube ich, braucht er mehr Sentries. Also mit, wie viele Sentries sind das? 5 Sentries gegen so viele Linge. Das ist richtig bitter. Er hat zwar 3 Mortals am Start und ja, die Catch musste hier gecancelt werden von Hasuops. Hat auch viele, ja, wirklich viele Mortals, 4 Stück mittlerweile und eigentlich guten Packen Blinkstalker. Wie viele Sentries sind es insgesamt? 5. Das ist nochmal, ist zu wenig. Das sind 116 Linge. Sobald die Force Seeds weg sind, verliert ihr den Fight. Genau, sobald Fungals auch vor allem treffen. Das, oh, hat, was war das? Oh, okay. Ja, hier kommen Linge sogar von außen. Sind also überall Linge und er steht jetzt hier in der Mitte. Aber hier sind auch Linge. Gleich. Hier sind Linge und Infestoren. Es ist überall alles. Und ja, 197 überall alles. Überall alles. Oh, aber Hasuops, oh, Hasuops ja, das ist gut von eine gute Position hinzukriegen. Die Force Seeds sitzen, die Units kommen nicht richtig durch. Aber jetzt durch. Zieht er sich zurück und irgendwann hat er keine Force Seeds mehr. Jetzt Fungal auf die Sentries. Oh, das wäre richtig wichtig gewesen. Ja. Chain Fungal auf die Sentries. Und gleichzeitig sieht Hanfi, ja, keine dritte Base hier von Hasuops. Er weiß, dass es All-In versucht zu kontern. Weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, hier die Base aufzugeben. Und oh, ja. Doch. Er nimmt halt die Natur raus. Was hat er denn? Hat er Broodlords im Bau gleich? Er baut jetzt einfach Mass Crawler. Gibt zur Not wahrscheinlich sogar die dritte Base auf, weil er einfach weiß, mit Broodlords gewinnt er das dann. Ja, vor allen Dingen, weil er die Natur kaputt macht. Ja. Und Hasu dann gar nichts mehr nachbauen kann. Wo sind Broodlords? Hier sind 3 Corruptor. Er kann jetzt Broodlords, 3 Broodlords kommen gerade. Ah. Boah. Und die Rampe kann er nicht hoch gegen die. Gegen Fungals kann er die Rampe nicht hoch. Mass Fungal, Mass Rein. Oh! Was ein guter Fungal hier! Der hat richtig und Hasuops geht jetzt hier drauf. Richtig großer Feind. Sollte das hier gewesen sein mit der EPS? Entscheidet Hanfi die EPS wirklich für sich? Und ja, supply-mäßig, alle Larven werden hier verbraucht. Oh, es sind aber viele, viele Linge gerade down gegangen. Jetzt kommen feste Terrence mit dazu, die Spinecrawler. Ja, aber er ist auch Supplies, sagt Hasuops, kann nichts mehr nachbauen. Also nee. Die Spinecrawler, die Broodlords sind fertig. Die sind auch noch da. Und kommt noch irgendwas über die Minimap zurück? Kommt irgendwas zurück? Nein. Nee. Aber das kann er alles zurückschicken. Und ja, sollte was auch machen. Aber da übrigens, da rot ist ja, auf der Minimap rechts. Mass Linge kommen da. Und ja, das war's einfach. Das ist einfach viel zu viel, auch wenn er hier die dritte Base nochmal rausnehmen kann. Gutes Positioning von Hasuops. 140 gegen 75 Supply. Das war die EPS. Die Drohnen kommen. Keine Stalker mehr am Start. 6 Stalker noch, 2 Sentries. GG, Wellblade, Kratz von Hasuops. Somit gewinnt Hanfi 3-2 auf den EPS Finals hier auf der IFA 2012. Gratulation auch von uns. Starke, starke Spiele von Hanfi, muss man sagen.